Heute in genau 4 Wochen ist, überraschenderweise, Weihnachten. Ja. Und unter vielen Weihnachtsbäumen finden sich auch in diesem Jahr die neuesten Elektronikartikel. Und wer die kauft, der wird regelmäßig gefragt, ob er nicht auch eine Zusatzgarantie abschließen will. So eine Art Vollkaskoversicherung, also gegen Diebstahl, wenn das Ding kaputt geht oder auch, wenn es jemand anderem kaputt geht, quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Das alles gibt es. Natürlich nicht geschenkt. Wir wollten mal wissen, ob diese Zusatzgarantien eigentlich was bringen. Egal ob Kamera, Smartphone oder Fernseher. Hightech unterm Weihnachtsbaum geht immer. Und wer es richtig gut meint, packt noch was obendrauf. Eine Zusatzgarantie. Die gibt's überall, wo es auch Elektronik gibt. Zusatzgarantien sollen vor vielen Risiken schützen. Einspringen, wenn die Herstellergarantie nicht mehr greift. Aber wie gut sind diese Zusatzgarantien? Und lohnt sich das? Wir probieren's aus. Mit versteckter Kamera. Zunächst beim Mediamarkt. Überall wird die sogenannte Plus-Garantie beworben. Immer neben teurer Elektronik, die leicht kaputt gehen könnte. Aber brauchen wir das wirklich? Meine größte Angst ist, dass es geklaut wird. Oder was weiß ich, zu Hause kaputt geht, runterfällt oder sonst irgendwas. Laptop, Sturzschaden, Festplatte kaputt. Hingefallen ist mir mal eine Kaffeemaschine, ja. Der Freundin ist das iPhone runtergefallen und dann war das Display gerissen. Sorgenfrei dank Zusatzgarantie? Wir möchten wissen, ob sich die Mediamarkt Plus Garantie lohnt. Zum Beispiel für diese Digitalkamera von Panasonic für 209 Euro. Wir sagen der Verkäuferin, dass wir die Kamera kaufen möchten. Sie empfiehlt die Plus Garantie. Unterlagen dazu bekommen wir nicht. Möchten Sie vielleicht eine längere Garantie dazu haben? Würden Sie das empfehlen? Ja, die kann ich sehr empfehlen. Die kann man eigentlich immer empfehlen, weil sie haben ja immer nur ein Jahr Herstellergarantie. Falsch. Bei dieser Kamera gibt der Hersteller sogar 2 Jahre Garantie. Aber die Verkäuferin will uns trotzdem eine 4-Jahres-Garantie verkaufen. Für 90 Euro. Stolze 43% des Kaufpreises. Sind wir damit gut beraten? Mediamarkt schreibt uns zu den Vorwürfen. Wir legen großen Wert darauf, die Kunden so umfassend wie möglich über die Versicherungsbedingungen all unserer Garantieprodukte zu informieren. Noch dreister. Garantieversprechen bei Medimax. Maxi-Garantie heißt das hier. Empfohlen mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Für einen Fernseher von Philips im Wert von 599 Euro würde sie über 5 Jahre 378 Euro kosten. Das sind 63% des Kaufpreises. Aus unserer Sicht, wenn man sieht, wie hoch die Kosten hier sind und man teilweise mehr als die Hälfte des Kaufpreises bezahlen muss, dann machen solche Verträge eigentlich gar keinen Sinn mehr. Das ist ja absurd, wenn man so hohe Beiträge dafür bezahlen muss. Und die Medimax-Versicherung ist nicht nur besonders teuer, sondern auch besonders tückisch. Im Kleingedruckten heißt es, der Vertrag verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. Es sind hier Versicherungsverträge, die man zusätzlich abschließt, für die man noch bezahlen muss. Und das muss der Kunde einfach, glaube ich, wissen, dass er solche Verträge abschließt, die er eben unter Umständen auch kündigen muss, wo es aber eben auch Versicherungsbedingungen gibt, die eben gar nicht einfach zu verstehen sind. Medimax meint dazu, bei Dienstleistungsverträgen ist es heute schon gängige Praxis, dass sich diese stillschweigend verlängern. Aber wovor sollen diese Versicherungen denn eigentlich schützen? Zurück bei Mediamarkt. Das ist so eine Art Vollkasko, da ist also alles mit drin. Also wenn die Kamera runterplumpst oder auch wenn am Strand mal Sandkörnchen reinkommen. Wieder falsch. Der Blick in die AGBs zeigt, solche Schäden werden nur bezahlt, wenn der Kunde in den genannten Fällen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Grob fahrlässig könnte es zum Beispiel sein, wenn ich dann mit einer Digitalkamera am Strand vielleicht wirklich spiele oder ins Wasser gehe. Da weiß ja jeder, das darf ich nicht tun, das wäre grob fahrlässig. Und deswegen hätte der Versicherer hier wieder eine Möglichkeit, sich aus seiner Leistungspflicht hinauszustehlen. Letztes Beispiel, Saturn. Die Zusatzgarantie wird überall im Laden beworben. Nennt sich hier Saturn Plus Schutz. Dieses Mal möchten wir ein Handy kaufen, Marke Samsung, 457 Euro. Auch hier kriegen wir ungefragt den Saturn Plus Schutz aufgedrängt. Kostet 120 Euro für 2 Jahre.
Da ist alles drin. Bei so einem teuren Gerät würde ich das raten. Knallhart. Und wenn's gestohlen wird? Bei Diebstahl kommt's drauf an. In dem Punkt zumindest ist der Berater ehrlich. Denn bei Diebstahl gibt's nur selten eine Entschädigung. Wird das Handy geklaut, zahlt die Versicherung nur, wenn es in Innentaschen von Kleidungsstücken am Körper war. Und im Auto gibt's nur dann eine Entschädigung, wenn's im Kofferraum oder im Handschuhfach verschlossen war. Sehr realitätsnah. Hier sehen die Bedingungen einen gravierenden Ausschluss für die Verbraucher vor. Sie haben nur einen sehr eingeschränkten Versicherungsschutz bei Diebstahl. Doch warum verkaufen Elektrohändler überhaupt Zusatzgarantien? Die Antwort: Sie werden dafür bezahlt. Von den Versicherungen, mit denen die Kunden die Verträge eigentlich machen. Zu diesem Thema fragen wir bei der Saturn Media Markt Holding an. Wir wollen wissen, wie hoch die Provisionen sind, die ihre Mitarbeiter mit jedem abgeschlossenen Vertrag bekommen. Die Antwort: Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir über die vertraglichen Details unserer Geschäftsbeziehung mit Domestic und General Stillschweigen vereinbart haben. Natürlich haben wir dafür Verständnis. Fazit: Die meisten Zusatzgarantien sind teuer und bieten selten einen vollständigen Schutz. Nur bei richtig teuren Geräten könnten sie sich lohnen. Doch auch hier besser nachrechnen, ob man für das Geld nicht doch schönere Geschenke bekommt.